Hallo und willkommen zu einem kleinen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr Optifine für Minecraft runterladen könnt und das auch spielen. Als erstes gehen wir auf die offizielle Website von Optifine, also optifine.net/downloads, also direkt da, wo wir die Optifine runterladen können. Danach wählen wir die Minecraft-Version aus. Also es gibt für fast alle Minecraft-Versionen gibt es Optifine ab der 1.7.2 bis zur 1.14.4. Wir wählen die Version aus, für die wir Optifine haben wollen. In dem Fall nehme ich jetzt einfach mal Optifine 1.14.14 ADUF3, also die neueste Version vom 6.8. und klicken einfach auf Download. Danach, wenn wir auf eine Adflash-Seite geschickt werden, müssen wir das nicht annehmen. Deni, auch wenn jetzt hier kommt das meistens ganz komisches Zeug, so wie zum Beispiel hier klicken, um 100 Euro zu gewinnen oder ihr Computer hat ein Virus. Einfach nirgendwo hinklicken ist einfach am besten. Dann kriegt ihr auch keine Virus. Einfach ignorieren, auf Überspringen und dann kommt ihr auf diese Seite. Klickt dann auf Download Optifine. Die Kacke hier wird runterladen und dann kommt ihr erstmal auf eine Seite von irgendeiner Werbung. Die interessiert sich. Wir gehen auf Behalten, also laden das runter. Warten, bis es fertig ist und dann lassen wir es erstmal, solange es auch gleich fertig ist. Lassen wir das im Ordner anzeigen, sobald es fertig ist. Also im Ordner anzeigen, so, da haben wir das. Wir warten mal kurz, bis fertig ist. Jetzt ist fertig, jetzt können wir den Browser schon wieder schließen. Danach klicken wir einmal auf, können wir Optifine auf zwei Arten installieren. Optifine wird als Download, als eine JAR-Datei rausgegeben. Eine JAR-Datei können wir als erstes als Mod nutzen für Minecraft oder auch als Client. Als erstes zeige ich euch mal, wie man das als Mod nutzt. Wie man Mods installiert, also generell einen Mods-Ordner hat, habe ich euch in einem weiteren Video gezeigt. Das könnt ihr jetzt einfach mal auf dem i hier oben jetzt anklicken. Um in den Mods-Ordner zu kommen, klicken wir Windows-Taste plus R, Enter, also nochmal, Windows-Taste plus R, schreiben da Prozentzahl, AppData, Prozentzahl, okay. Und dann kommen wir in den Roaming-Ordner. Da gehen wir in den Minecraft-Ordner und da haben wir den Mods-Ordner. Wenn ihr andere Mods da drin habt, am besten in einen anderen Ordner schieben, denn man kann immer nur die bestimmten Mods für jede Version haben. Also wenn ihr andere Mods habt, einfach mal irgendwo abspeichern und ja, fertig. Danach ziehen wir einfach mal Optifine hier rein. Und jetzt, wenn wir Optifine halt, wenn wir Forge für die 1.14.4 haben, was ich glaube ich auch der Fall bei mir sein sollte, müssen wir einfach Minecraft starten mit Forge-Versionen, wie man Forge installiert, wie bereits gesagt, MI. Könnt ihr da einfach ganz normal Optifine spielen. Die zweite Version, wie ein Optifine kommt, also ein Optifine-Client, wäre das dann einfach Doppelklick draufklicken auf Optifine und sofort kommt diese JAR-Datei, also bei Windows 10. Wir klicken auf Java Platform SL Binary, also ihr müsst Java haben, um Optifine zu installieren, aber um sowieso Minecraft zu spielen, braucht man sowieso schon Java. Also da kommt dieses Fenster raus, dann wählen wir aus den Minecraft-Ordner. Das ist in dem Fall Users, euer Name, AppData, Roaming.Minecraft, der Ordner, wo wir gerade waren. Und installieren. Das dauert ein bisschen und dann steht einfach Optifine ist successful installed. Also Optifine wurde erfolgreich installiert. Mit OK drücken verschwindet das alles und wir sind fast fertig. Danach klicken wir einfach jetzt auf Minecraft, versuchen wir das bei mir hier. Und was sehen wir da? Auf einmal steht da Optifine 1.14.4 Optifine HDU 4.3. Also genau die Version, die wir letztens installiert haben. Und wenn wir einfach auf Spielen klicken, lädt das kurz, also es wird vorbereitet. Beim ersten Mal dauert es natürlich etwas länger, weil die ganzen Dateien vorbereitet werden müssen, aber danach geht es recht schneller. Die Vorteile von Optifine sind halt, dass man Shader nutzen kann oder auch, dass man mehr FPS, also einen FPS-Boost hat, dass man Capes nutzen kann, dass man mehr Texturanstellungen hat und wir sehen ganz normal Minecraft. Eigentlich hat sich dran nichts geändert, wenn wir jetzt auf Optionen gehen, hat sich auch nichts geändert, aber auf Video-Settings sehen wir, haben viele Settings, wir haben Shader-Settings, wir können Details einstellen, wir können Animationen verändern, wir können noch andere einstellen, Performance einstellen, Quality-Einstellungen. Also man kann sehr viele, viele Einstellungen machen. Und ja Leute, das war es gewesen mit diesem kleinen Tutorial, wo ich gezeigt habe, wie man Optifine installieren kann auf die beiden Arten, also einmal als Mod und einmal als Client. Also als Client ist es, wenn man einfach Optifine in den Launcher, einfach nur Optifine, da kann man keine anderen Mods zupacken. Wenn ihr halt nur Optifine braucht oder den Mod-Ordner, falls ihr jetzt zum Beispiel mal ein Mod-Paket habt oder mehrere Mods und dazu Optifine braucht, einfach noch Optifine dazu packen. Natürlich in der entsprechenden Version, indem ihr auch den Forge habt. Und ja, das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen mit diesem kleinen Tutorial. Ein Abo würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Kommentieren, wie ihr das Tutorial gefunden habt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und ciao, Leute.